Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mühlenabenteuer hier mitten in unserer Renovierung der historischen Obermühle. Letztes Mal waren wir ja so verblieben, dass wir zusammen Fensterbänke gefertigt und eine exemplarisch eingebaut haben. Daran möchte ich heute anknüpfen und möchte hier meine Denkmalschutzfenster, die hier neben mir stehen, mal exemplarisch mit euch einbauen. Die Fenster als solches, die habe ich selber gemessen und dann habe ich mich ein bisschen im Internet schlau gemacht, habe mir schöne Fenstermanufakturen angeschaut und habe mir angeschaut, wo kann man Fenster bestellen. Für mich war es wichtig, ich möchte gerne oder wollte gerne ein Fenster haben, was den Denkmalschutzrichtlinien entspricht. Vornehmlich möchte ich das Fenster haben, weil es mir gut gefällt. Wenn ich hier an der Mühle arbeite, dann ist das ja so ein ganzheitliches Projekt. Bei mir ist es nicht so, dass es möglichst schnell, möglichst viel Wohnraum für möglichst wenig Geld schaffen will, sondern die Mühle ist für mich natürlich auch so ein kleines, ja, ich will mal sagen, so ein, ich gehe so ein bisschen an die Mühle ran, wie jemand, der einen alten Schlepper restauriert. Ich versuche das auch mit Liebe zum Detail zu machen. Und bei so einem Fenster verliert man unheimlich viel Glasfläche. Das heißt, diese Fenster, die werden nicht so gerne genommen, weil man natürlich anstatt Glas sehr, sehr viel Holz im Fenster hat. Hier nebenan habe ich ein Fenster, wo jetzt die Scheibe ganzheitlich ausgeführt ist, wobei der Rahmen hier tatsächlich auch ziemlich breit ist, wie ich finde. Aber da sieht man mal den direkten Vergleich von einer großen Glasscheibe zu einer Holzfüllung. Das schluckt ja eine Menge Licht. Heutzutage ist es aber so, dass man mit relativ wenig Strom relativ viel Licht im Haus über eine LED-Beleuchtung machen kann, die auch nahezu, also die im Gegensatz zu dem, was in meiner Jugend und Kindheit an Energie notwendig war, um eine Beleuchtung zu betreiben, das ist ja heute Peanuts. Von daher, ich stehe eher auf dem Standpunkt, viel Licht an der Decke und dafür Entbehrungen beim Licht durchs Fenster in Kauf nehmen, wobei man sich jetzt auch nicht vorstellen muss, dass die Fenster hier das gesamte Licht fressen. Das ist aber schon ein Nachteil, den die Fenster haben. Ich habe mich hier bewusst für eine dreiflügliche Version entschieden. Das heißt, wir haben hier ein Oberlicht, das ist zum Öffnen gedacht. Und das Oberlicht, das kann man auch kippen. Das heißt, hier haben wir einen Drehkipp. Und hier die beiden unteren Flügel, die kann man jeweils nur öffnen. Ich finde das schon schön, wenn man lüftet. Dann kann man hier den oberen Flügel kippen oder aufmachen. Und die unteren Flügel, die kann man halt öffnen, wenn man möchte. Kann man natürlich auch alle aufmachen. Ich finde das einfach auch ein schönes Bild, wenn so ein Fenster offen steht und man nicht so ein historisches Fenster nachbildet und nachher der ganze Flügel offen ist, sondern ich finde, das ist auch so ein bisschen auch wieder Liebe zum Detail, dass man sieht, dass man so ein Fenster öffnet und dann eben nur der obere Flügel offen ist und die unteren zu sind. Das ist so ein bisschen was, was außergewöhnlich ist und das finde ich eben hier richtig schön und wollte eben das haben. Ich habe das jetzt im Internet nach einer Farbtabelle bestellt. Ich bin mit der Farbe nicht so ganz zufrieden. Die Farbe ist mir zu hellbraun. Ich hatte einen Nussbaum bestellt, aber der war im Internet deutlich dunkler dargestellt. Hier, das ist vielleicht auch aufgrund des hellen Holzes, was hier unten drunter ist, doch recht hell geworden. Das heißt, ich muss die Flügel nochmal, also die gesamten Fenster, komplett nochmal nachstreichen. Das mache ich aber erst, nachdem ich die Fenster eingebaut habe. Das heißt, man kann ja hier die ganzen Flügel rausnehmen. Man hat dann den Rahmen für sich. Ich muss das Fenster einbauen. Ich muss noch eine Bekleidung für das Fenster bauen. Und ein großer Nachteil, den das Fenster hat, hatte ich im letzten Video auch schon mal angesprochen. Es ist so, wenn ich meine Bekleidung anbaue, dann lasse ich die Bekleidung immer so ein Stück überstehen. Das heißt, ich mache die Bekleidung nicht bündig hier dran, sondern meine Bekleidung kommt hier so vor, dass ich eben genau diese Ecke, die sich hier ergibt, diese Blende über den Schlitz setze zwischen Gebäude und Fenster. Jetzt ist es aber natürlich so, wenn ich hier diese Leiste durchgehen lasse als Tischler, dann habe ich ein Problem, meine Leiste hier drüber zu setzen. Bei den Fenstern, die ich in der unteren Etage
Die hatte ich mir bei einem lettischen Schreiner. Ich war beruflich in Lettland und dann hat es sich ergeben, dass ich da mit dem örtlichen Schreiner in Kontakt gekommen bin. Und er hat mir tatsächlich hier meine gesamte untere Etage mit Fenstern und Balkontüren ausgestattet und auch die Haustür. Wobei die Haustür ein separates Thema ist, die werde ich nochmal auswechseln, die gefällt mir nicht. Aber die Fenster hat er eigentlich gut gemacht und dabei hat er auch darauf geachtet, dass hier diese Leiste nicht bis zum Ende durchgeht, sondern hat die dann dementsprechend geschnitten, dass ich hier meine Verblendung anfertigen kann. Man muss natürlich auch sagen, ich hätte direkten Kontakt mit dem Schreiner. Hier habe ich es jetzt im Internet bestellt, bei einer großen Fensterbörse. Und ich könnte jetzt noch ein Bohai machen und dann sagen, hier, die Farbe ist mir zu hell, war nicht wie im Internet dargestellt, bla bla. Das Problem ist, ich muss die Fenster einbauen. Und ich habe jetzt keinen Bock auf dieses ganze Blabla, ich kann mir selber helfen. Die Fenster waren günstig, wenn ich sie in der Manufaktur hätte fertigen lassen, dann wären sie sicherlich viel, viel teurer gewesen. Natürlich hätte man sich auch, ich schätze mal, die kommen aus Polen, man hätte sich in Polen auch direkt umgucken können. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, das sind echt prima Leute, mit denen kann man reden. Aber ich habe jetzt hier den einfachen Weg gewählt und dadurch habe ich jetzt auch meine Themen, die ich jetzt auch auf der Agenda zum Abarbeiten habe. Zum Beispiel hier das Ausklinken. Da gibt es aber schöne Werkzeuge, das machen wir zusammen. Und hier den breiten Steg, der ist halt wie er ist, das kann ich nicht ändern. Ich finde ihn sehr breit geworden, aber naja, gut. Muss man auch mitnehmen. Wir bauen jetzt so ein Fenster komplett ein. Habe ich hier auf, hinter mir auf der Rückseite habe ich noch drei Fenster, die ausgetauscht werden müssen. Das eine Fenster, wo ich mit euch schon mal die Fensterbank eingebaut habe. Da habe ich jetzt auch schon tatsächlich das Fenster eingebaut. Ich mache das Einbauen des Fensters nicht fachgerecht. Also ich bin kein Fachmann, ich mache keine Tutorials. Wenn ihr meine Videos guckt, seid ihr selber schuld. Ich zeige euch einfach nur, wie ich das mache und ich sage euch, warum ich das so mache. Ich habe beim letzten Mal, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, die Fensterbank eingebaut und zwar vollflächig unter dem Fenster. Ich bestelle keine Fenster mit Fensterbankfräsung, weil ich bei dem Fachwerkhaus es einfach schöner finde, wenn die Fensterbank solide auf dem Riegel aufliegt und ich die Fensterbank solide mit dem Riegel verschrauben kann. Wie ich das genau gemacht habe, schaut in dem vergangenen Video, da habe ich es genau erklärt. Heute werde ich es nur exemplarisch machen. Ich werde die Fensterbänke einbauen, aber ich werde es euch nicht im Detail zeigen, sondern wir fokussieren uns dann darauf, wie ich das Fenster einbaue. Gleich vorweg, wer da keinen Bock drauf hat, ich werde Bauschaum benutzen zum Einbauen. Ich gucke ja immer, dass ich hier viel mit Lehm, mit Kalk, Diffusionsofen und alles Mögliche mache, aber ich komme einfach nicht rum um den Bauschaum. Ich habe es versucht mit Hanf. Ich habe unten eine riesengroße Kiste mit Stopfhanf. Gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Ich habe es gemacht, ich habe es eine Weile beobachtet. Das Ergebnis ist nicht das gleiche. Ich habe Es wird so viel Schlechtes erzählt über Schaum. Ich habe jetzt mit meinem Vater zusammen bei ihm zu Hause Dachfenster gewechselt. Die waren, keine Ahnung, 30 Jahre drin. Die Fenster sind mittlerweile total morsch. In dem Bereich, wo der Bauschaum an dem Fenster und an dem Dachsparren angrenzte, war das Fenster und der Dachsparren wie neu. Der Bauschaum hat das perfekt konserviert, obwohl das ganze restliche Fenster echt richtig gammelig und marode war. Also ich war überrascht davon. Man sagt ihm ja immer nach, dass er die Fäulnis am Holz beschleunigen würde. Mein Eindruck ist genau das Gegenteil. Außerdem ist es so, dass dieser expandierende Schaum hier, gerade in diesem Fachwerksbereich, der füllt eben alle Lücken auf. Ich möchte nachher auch ein dichtes Fenster haben. Das ist mir ein Anliegen. Ich sage euch, es ist kein Tutorial. Ich mache das so, wie ich es für richtig halte. Ich nehme euch mit hier auf meine Baustelle, zeige euch, wie ich es mache. Und wenn sich der ein oder andere was davon abgucken will, selber schuld. Ansonsten übernehme ich keine Verantwortung für die Richtigkeit und Sinnhaftigkeit meiner Arbeit. Ich bin halt jemand, der versucht, alles selber zu machen und ich bin sicherlich kein Fachmann für alle Themen. Die erste Herausforderung beim Einbau der Fenster ist natürlich das alte historische Fenster zu demontieren. Ich versuche die alten historischen Fenster so zu demontieren, dass sie nachher noch in irgendeiner Art und Weise verwendet werden können. Es ist ja vielleicht auch schön für den einen oder anderen, sich so ein Fenster mal aufzuarbeiten. Manche machen in die Glas
in die Glaseinfassung, machen die Spiegel rein, das kann man sich schön in die Küche hängen. So ein schönes, aufgearbeitetes, altes, historisches Fenster. Und gerade die hier mit diesen vielen Unterteilungen macht sich auch nochmal gut als dekoratives Objekt, als Trennwand zwischendrin und draußen. Da sind meine, also für mein Dafürhalten eignen sie sich nicht. Manche, die arbeiten sich ja direkt solche alten historischen Fenster auf und bauen sie wieder ein, um das möglichst traditionell und originalgetreu zu haben. Ist natürlich wahrscheinlich das Allerschönste, wenn man das so macht. Aber ich finde einfach, wenn man so ein großes Haus hat und möchte das wirtschaftlich in die Zukunft führen, dann ist einfach eine vernünftige Abdichtung zwischen drin und draußen essentiell. Deswegen ist für mich ja auch der Bauschaum hier Mittel zum Zweck. Muss ich ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen. Wie ihr vielleicht an mir selber merkt, finde ich den an sich doof und würde den am liebsten gar nicht verwenden wollen. Aber ich habe einfach keine Alternative, die mir besser erscheint. Ich habe es auch mit Holzflexdämmung schon probiert, das auszustopfen und so weiter und so fort. Aber ich höre jetzt auf, mich dafür zu rechtfertigen. Mach es ja sowieso jetzt rein. Also es ist ja schon vorbei, wenn ihr es seht. Jetzt baue ich erstmal das Fenster aus, das alte historische. Das ist zumeist kein Problem. Die alten historischen Fenster, die sind meistens hier über irgendwelche Nägelchen gesichert. Das heißt, hier haben die einfach so schräg Nägel reingeklopft an verschiedenen Stellen. Von außen wurde ein Blendrahmen gebaut. Dann wurde das Fenster von hier innen, dann hat man hier diese Einfassung gemacht rundherum. Na, diese Fensterverschalung. Und dann hat man das Fenster von innen durch hier die Bekleidung durch bis vor den äußeren Rahmen geschoben und hat dann von innen einfach hier solche kleinen Nägelchen reingeschlagen. Und auch einen. Und damit war das Fenster dann fest. Damit ich mir so ein bisschen das leidige Thema Nägel rausziehen hier an der Kante ersparen kann, habe ich einfach von außen schon mal die Fensterverkleidung abgemacht. Jetzt kann man einfach hier die Fensterflügel ausheben. Mal zulassen. Oh. Ja, ich habe schon bessere Daten gesehen. Wohl. Unten schon abgerostet. Oben ist wahrscheinlich auch nicht mehr weit davon entfernt. Ich versuche das jetzt mal so rauszubekommen, indem ich es einfach rausdrücke. In der Hoffnung, dass zumindest der Glasscheiben jetzt gleich alle um die Ohren fliegen. Schönes Restaurationsobjekt, aus sich ist das Fenster wunderschön, aber einfach meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß. So, die alten Fenster sind raus, die landen in meiner Fensterasservate. Da sammle ich alles, was historische Fenster angeht. Finde es halt schön, wenn man immer noch mal das alte historische Glas irgendwie wiederverwenden kann, indem man ein altes Fenster damit repariert, weil das doch eben so ein bisschen, ungleich ist. Das ist ja alles teilweise noch mundgeblasenes Glas und das sieht man auch. Außerdem kann man mit den Fenstern ja vielleicht hier und da noch irgendwas anfangen. Und sei es, wenn man irgendein Gebäudeteil hat, wo man keine Isolierung braucht, da kann man so ein Fenster wieder aufarbeiten und einsetzen. Zum Beispiel im Scheunenbereich, irgendwo im Schuppen oder naja. Manche bauen davon auch schöne Gewächshäuser, das sieht auch toll aus. Und so Anwendungsfällen kann man die wirklich noch mal ganz, ganz wunderbar benutzen und die Fenster, die lassen sich auch mit einiger Mühe wieder schön herrichten. Hier sieht man jetzt, das hatte ich auch schon in vergangenen Videos immer mal erwähnt, die Giebelseite von dem Haus ist mal abgegangen. Das heißt, die hat so einen richtigen Sack hier drin, ne? Die macht so eine richtige Wanne. Und man sieht hier auch, wie parallel verschoben der Fensterrahmen ist. Das heißt also, das Fenster, das ich schon eingebaut habe, das ging einigermaßen. Das war tatsächlich auch der Riegel in Waage. Das war, also wird uns jetzt hier nicht passieren. Hier sieht man richtig schön, wie schräg das ganze Teil ist. Das heißt, wir müssen jetzt die Rahmen ausbauen. Das heißt, wir haben jetzt den Rahmen und den Rahmen auszubauen. Das mache ich ein bisschen mit Gewalt. Und dann haben wir die rohe Wangung und da können wir dann die Fensterbänke einsetzen. Auf die Fensterbänke können wir dann das Fenster setzen.
hier möchte ich euch mal zeigen, warum ich nicht von dieser von dem Ausstopfen mit Hand halte. Beim Fachwerkhaus ist es eben so, man hat hier Natur außenrum und da kommt doch noch mal irgendwie die eine oder andere Maus angekrabbelt und knabbert sich dann hier irgendwo einen Weg durch. Und wenn man das mit Hand ausstopft, so wie die Altvorderen das gemacht haben, dann sieht man, was hier passiert. Das ist ein wunderschönes, über viele Jahre gewachsenes Mäusenest. Wahrscheinlich noch das alte Korn der Mühle, was hier in den Balken zum Vorschein kommt. Aber hier findet man eine Mäuse, ein Mäusenest und jede Menge Mäusekot. Das möchte ich nicht. Deswegen ist wieder ein Grund für mich zu sagen, ich schäume das zu. Das ist unattraktiv für die Tiere und habe damit eine Abdichtung, die auch so ein bisschen, sage ich mal, wenig einladend für Nagetiere ist. So, das Werk ist getan. Die Rahmen sind raus und die neuen Fensterbänke sind drin. Wenn ich jetzt so ein Fenster hier einbauen möchte, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass das Gewicht reduziert wird. Und das erreicht man am allerbesten dadurch, dass man die Fensterflügel ausbaut. Also versuchen am Stück zu bewegen, aber davon würde ich persönlich abraten. Die Fenster, die sind wirklich sauschwer. Ich habe keine Ahnung, was so ein Fenster wiegt. Aber ich würde es mal mit 40, 50 Kilo, würde ich es mal auf jeden Fall schätzen. Macht man erstmal die Flügel auf. Wichtig ist auf, nicht kippen, sondern nur auf. Das sind jetzt hier auch nur so Proforma-Fenstergriffe, die dabei sind. Das waren die billigsten, die es gab, weil da kommt natürlich schön ein bisschen nostalgische dran. Man muss den Zapfen hier entriegeln und dann kann man den nach unten ziehen. Ich ziehe den nie ganz raus, sondern lasse den dann hier nochmal wieder so ein bisschen stecken. Dann kann man das Fenster rauskippen und hier unten einfach rausheben. Das Fenster natürlich schon viel, viel leichter und jetzt muss man nur noch den Rahmen handhaben. Als erstes muss ich hier die Transportsicherung entfernen. Hier, das heißt Transportsicherung, hier ist da nochmal so eine Leiste drunter geschraubt, die nur dem Transportzweck dient. Das sind zwei Schrauben, die müssen jetzt raus. Da wo die Leiste sitzt, mache ich jetzt ein bisschen Kompliment dran. So, das Fenster wird ja hier in dem Bereich aufstehen, unten auf der Fensterbank. Deswegen klebe ich jetzt hier in dem Bereich auch nochmal eine lange Kompliband dran. So. Weil das ja der Bereich ist, in dem das Fenster auf der Fensterbank aufstehen wird. So, jetzt kann ich das Fenster reinstellen. Dadurch, dass ich die Fensterbank ja unten jetzt komplett ausgerichtet habe, ist das Fenster an sich jetzt schon in Waage, weil die Fensterbank ja in Waage ist. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich rechts und links ein ähnliches Spaltmaß habe. Und dann kann ich anfangen, das Fensterrahmen am Gebälk festzubohren. Ich mache das so, dass ich es nur seitlich befestige. Das heißt, ich bohre hier drei Löcher rein. Und mit den drei Löchern befestige ich es einmal auf dieser Wange und an dieser Wange.
Man kann auch oben und unten noch Befestigungslöcher reinmachen. Davon sehe ich aber ab, weil ich habe so ein bisschen die Idee, dass das Fenster zu sehr verspannt. Ich mache es eben nur rechts und links fest und dann wird der Bekleidungsrahmen von außen angebaut und dann wird das Fenster ausgeschäumt und dadurch bekommt es dann seine endgültige Festigkeit. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier das Fenster in Waage, da es ja komplett auf der Fensterbank aufsteht, brauche ich mir da keinen großen keine große Ausrichtarbeit mehr machen, was die Einbaurichtung angeht. Wichtig ist eben hier rechts und links einen ähnlichen Abstand einstellen, wobei das auch nicht so ganz einfach ist, weil die Balken ja nicht im rechten Winkel zu der Fensterbank verlaufen. Deswegen versuche ich das so ein bisschen zu vermitteln, damit ich nachher mit meinem Bekleidungsrahmen von außen den Spalt auch komplett abgedeckt bekomme. Fangen jetzt erstmal von unten an. Ich setze den Fensterrahmen jetzt bündig vorne mit der Fensterkante. Gucke auch, dass ich hier oben jetzt bündig bin, einigermaßen, und würde jetzt hier das erste Loch in den Rahmen bohren. So, das mache ich jetzt erstmal nur so ein bisschen pro forma. Wie gesagt, hier unten haben wir jetzt eine Fuge, wo auf der anderen Seite von außen jetzt das Kompriband aufliegt. Das heißt also, hier habe ich jetzt zwei durch Kompriband versiegelte Fugen, einmal hier die und einmal die Fuge.
von innen mache ich, wenn alles fertig ist, hier eine Naht mit transparentem Silikon lang. Da ziert das auch zu. Hier brauchen wir ja einfach nur so eine optische Fuge. Und hier habe ich jetzt jeweils drei Befestigungspunkte. Da habe ich den Rahmen durchbohrt. Auch hier 1, 2, 3 Befestigungspunkte. Von außen kommt jetzt die Bekleidung vor. Und dann wird hier dieser Bereich einmal rundherum ausgeschäumt. Das sieht dann so aus wie hier. Ist dann einmal rundherum ausgeschäumt und von außen kommt dann eben die Bekleidung dran. Die Bekleidung, die schraube ich auch von außen am Fenster fest und die Löcher, die mache ich dann mit so einer Spachtelmasse zu. Und unten im Abschluss am Fuß, da kommt dann eben die Sockelleiste dran, die wir uns schon beim letzten Mal geschnitten haben. Hier seht ihr, muss ich die Fenster ein bisschen ausklinken. Das mache ich mit dem Multitool an beiden Seiten, damit ich die Bekleidung hier an das Fenster dran bekomme. So, liebe Freunde, ich habe die Fenster, ihr seht, ich habe meinen Malerpulli an, ich habe die Fenster gestrichen oben. Das Finish ist eigentlich soweit fertig. Ich habe mir jetzt hier aus Walzblei so kleine Applikationen gemacht. Ich mag halt Walzblei unheimlich gerne. Zum einen ist das Walzblei wirklich schön einfach zu bearbeiten und dann hat das auch so eine geniale Patina. Also man könnte jetzt auch Zinkblech nehmen, aber ich bin nicht so ein Zinkblech-Fan. Ich bin schon nicht so ganz happy mit meiner Zinkblech-Dachrinne. Aber so Applikationen zum Schutz zum Beispiel von Balkenköpfen oder aber auch hier zum Schutz gegen Wasser, das von der Fassade hinter den Fensterrahmen reinlaufen könnte, habe ich mir so kleine Blei-Applikationen gemacht und die nehmen wir jetzt mit hoch und dann werden wir die anbauen, sodass von der Fassade kein Wasser hinter den Fensterrahmen hinterlaufen kann. So, ich möchte euch natürlich jetzt auch nicht vorenthalten, wie es jetzt fertig im Detail, im Einzelnen genau aussieht. Ich habe die Fenster jetzt soweit drin und wie ihr seht, habe ich auch die Fassade jetzt soweit gestrichen. Hier oben über den Fenstern habe ich auf der Giebelseite jetzt überall so eine Applikation aus Walzblei angebracht. Das habe ich hier oben vernagelt und ich möchte einfach nicht, dass hier oben Wasser hinter das Blendbrett läuft, weil die Fassade eben doch ziemlich viel Angriffsfläche für Regen bildet. Also gerade die giebelseitige Fassade, die bildet ziemlich viel Angriffsfläche für Regen. Das gleiche Walzblech, die gleichen Applikationen habe ich hier auch als Abdeckung für die Balken gemacht. Das Ganze gibt es natürlich auch eine Etage weiter tiefer. Und die Fenster habe ich alle hier oben mit so einer kleinen Walzblech-Applikation versehen. Und auch, das sieht man hier unten ganz gut, hervorstehende Gebäudekanten. Das heißt, hier unten ist ja so ein Stück Mauer, was vorsteht. Und auch hier so ein Stück Balken, was vorsteht. Die haben alle diese Walzblech-Applikationen bekommen. Hier auf der Fassade von der Längsseite vom Haus habe ich ja hier diesen Dachüberstand mit Dachrinne dran. Erfahrungsgemäß kommt hier nicht viel Regen rein. Deswegen habe ich die Lücke hier oben zwischen Fensterbekleidung und Fassade einfach mit so ein bisschen Silikon zugemacht. Das sollte meiner Meinung nach reichen. Ich stehe ja total auf Walzblei. Ich finde dieses Walzblei, das hat einfach so eine wunderschöne Patina, diese grau anthrazitfarbene Patina, das hat nur Blei und die finde ich wunderschön. Ja, hier sieht man so ein fertig eingebautes Fenster jetzt mit meiner selbstgebauten Fensterbekleidung und hier im unteren Bereich, hier ist das Bekleidungsbrett, das ich davor geschraubt habe und zwischen Fenster
Parallel zwischen Fenster und Bekleidungsbrett habe ich hier auch nochmal eine Silikonkugel eingebracht. Das heißt, ich möchte jetzt nicht, dass Wasser hinter dieses Bekleidungsbrett läuft. Hinter dem Bekleidungsbrett, und das habt ihr ja beim Einbau auch gesehen, ungefähr in der Höhe hier befindet sich jetzt die Fensterbank, die ich eingebaut habe. Wie ihr seht, die Fensterbank hier unten könnte wahrscheinlich noch mal ein bisschen Luft rankommen, obwohl das auch ein sehr enger Spalt ist. Es ist jetzt nicht in einer völlig abgeschlossenen Atmosphäre, sondern kann auch ein bisschen atmen hier unten durch den Ritz. Wobei es kein wirklicher Ritz ist, also ich komme nicht mal mit den Fingern dazwischen. Wird jetzt das Fensterbankbrett an sich durch hier diese Applikation geschützt. Hier im oberen Bereich hatte ich ja diese alten historischen Fenster aufgearbeitet. Und hier habe ich jetzt als quasi als Fensterbank so eine kleine Bleiapplikation aufgebracht. Sodass halt, das heißt, wenn Wasser jetzt hier gegen die Scheibe schlägt und abläuft, dann wird es hier über die kleine Waldblei-Applikation abgeführt und kann hier abtropfen. Hier oben sieht man jetzt, auch mal von oben betrachtet, dass sich jetzt keine Angriffsfläche für Wasser hinter dem Fenster bietet. Das ist jetzt bei allen gleich. Und natürlich könnte man jetzt so eine Applikation auch hier unten an die Fenster anbringen. Das heißt, es würde nichts dagegen sprechen, wenn wir jetzt hier auch so eine Auflage aus Walzblech aufbringen würden. Wenn man das hier noch ein bisschen wassertechnisch verbessern wollte, ich habe das jetzt genau dem historischen Original angepasst, das heißt genauso, wie das mal gewesen ist. Die Altvorderen, die haben ja einfach nur einen Rahmen gebaut, in dem das Fenster drin steht. Genauso habe ich das jetzt auch gemacht. Hier ist ein Rahmen, in dem das Fenster drin steht. Und die Bekleidung von neuerem, also wenn ich das jetzt vom Schreiner beauftragen lasse, der macht mir den Blendrahmen komplett fertig und der wird nachher aufgeschraubt. Ich habe es so gemacht, wie ich es tatsächlich vorgefunden habe. Der Blendrahmen, der dient halt schon der Überbrückung des Spalts zwischen Fenster und Fassade. Und meine Anschlussfuge zwischen Fenster und Fassade wird von dem Blendrahmen eben einmal gegen UV-Strahlung geschützt. Und durch meine kleinen Applikationen eben auch noch gegen Wasser, gegen Schlagwasser, was gegen die Fassade spritzt, geschützt. Das heißt, meine eigentliche Abdichtung, die ist hier unten gut eingepackt drunter. Meine selbstgebaute Fensterbank ist gut eingepackt hier drunter. Und für mich der große Vorteil ist, man könnte jetzt ganz einfach den Blendrahmen abschrauben, schneidet das Fenster einmal komplett raus, also muss natürlich die Schrauben vorher lösen, schneidet das Fenster aus und ganz nach vorne rausnehmen. Das heißt, wenn ich nachher den Putz angebracht habe und habe das Fenster von innen schön beigeputzt, dann brauche ich nachher beim Fenstertausch hier nicht das halbe Haus auseinanderzureißen, sondern ich brauche nur den Blendrahmen abschrauben, kann das Fenster rausschneiden und es kann nach vorne rausgenommen werden. Und genau so kann das neue Fenster dann auch eingebaut werden. Hier würde sich natürlich auch nochmal eine schöne Applikation aus Walzblei machen. Das heißt also, anstatt jetzt, wie ich es gemacht habe, einfach hier die Fensterbank oder beziehungsweise diesen kleinen Fenstersims zu schneiden, könnte man hier, wie ich es oben auch gemacht habe, einfach so eine kleine Walzblei-Applikation drauf machen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil das wirklich gutes Eichenholz ist und es ist ja noch gestrichen oben drauf. Das heißt, ich glaube, dass es dem Wetter Schutz bietet und die Fensterbank, die ist einfach so, wie ich sie eingebaut habe, hat sie so ein ganz, ganz leichtes Gefälle nach hier vorne. Das heißt also, Wasser tropft ab und kann dann eben hier auch runtertropfen. Liebe Leute, das war es jetzt eigentlich zum Thema Fenstereinbau. Wie gesagt, ich mache das auf die Hubi-Art und Weise. Ich habe mir
meine Methode, die ich hier angewandt habe, so ein bisschen bei den Altvorderen abgeschaut. Ich bin ja auch kein Fensterprofi. Es gab ja noch so einige, sagen wir mal, Kommentare, die ein bisschen kritisch waren hinsichtlich meines Einbaus der Fensterbänke, an denen noch so ein bisschen Splintholz war. Die Bohle, die ich als Fensterbank rangenommen habe, die lag jetzt hier schon, keine Ahnung, bestimmt 10 Jahre in meinem Holzhaufen und am Schleppdach, wo sie doch mit hoher Luftfeuchtigkeit konfrontiert war. Und vorher lag sie, keine Ahnung, bestimmt 100 Jahre in der Scheune und hat da ihre Zeit gefristet. Ich erkläre das in meinen Videos nicht immer so ganz detailliert, wie ich das sehe und warum ich das mache. Deswegen ist es auch gut von euch ein bisschen Resonanz zu bekommen. Und ich glaube, ich konnte hier auch zeigen, dass das von mir eingebaute Holz, so wie ich es eingebaut habe, meiner Meinung nach gut beschützt ist. Es ist, wird nicht mit Wetter konfrontiert, es wird nicht mit Feuchtigkeit konfrontiert und es sollte die nächsten Jahre ohne Probleme überdauern. Ich möchte mich bei euch bei der Gelegenheit auch nochmal ganz, ganz herzlich für die wahnsinnig tolle Resonanz vom Mittwochsvideo bedanken. Also ich muss sagen, das hat mir meine Laune ziemlich aufgehellt. Ich finde es total genial, dass ihr da so super reagiert habt und gesagt habt, Louis, macht dir keinen Stress. Wir kommen auch mit einem Video die Woche klar. Ihr habt gesehen, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, das wirklich übers Herz zu bringen, weil ich in den letzten Jahren ziemlich viel Herzblut auch in den ganzen Kanal gesteckt habe. Und ich freue mich natürlich auch, wenn er wächst und wenn er gedeiht und dass die Community, es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir hier so viele tolle Leute haben und dass sich das eben so entwickelt hat und auch die Zusammenarbeit mit Stefan. Und ich freue mich jetzt schon auf das Projekt mit Wilfried zusammen am Baggerschrauben und das Frühjahr kommt und die Laune steigt und Corona geht hoffentlich ganz bald weg. Deswegen nochmal herzlichen Dank an euch und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich habe ja gesagt, wenn viele gute Fragen kommen, könnte ich mir nochmal so ein Frage- und Antwort-Video überlegen. Wahrscheinlich gerade hier zum Fenstereinbau wird es Fragen hageln. Von daher zögert nicht, schreibt es in die Kommentare und kommt wieder zurück hier zur Obermühle. Schaut vorher nochmal bei Stefan vorbei, bei Bungie 81 und habt eine schöne Zeit. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüssi. Thank you.